Pädophiles Verhalten wurde nicht nur akzeptiert, sondern an sich sogar gefördert und unterstützt, denn diese Männer bekamen auch noch Pflegegeld dafür, dass sie eben die Kinder aufgenommen haben. Dieses Experiment wurde über Jahre geduldet. Wie viele Kinder eigentlich betroffen waren, kann man heute rückblickend gar nicht mehr wirklich sagen. Kein wirkliches Amt hat sich verantwortlich gefühlt und alle haben nur weggeschaut. Helmut Kendler verstarb im Jahr 2008. Er wurde nie strafrechtlich verfolgt, da seine Taten als verjährt galten.